Dankeschön an alle und natürlich nicht zuletzt an die, weswegen das hier überhaupt möglich ist, und das sind unsere Förderer und Sponsoren. Also wir haben uns unglaublich gefreut, wie viele von ihnen sich da bereit erklärt haben, uns auch in diesen recht schwierigen Zeiten wieder zu unterstützen. Ja, auch ganz herzlichen Dank für die Einladung heute zur Eröffnung der Kinderstadt Bernhausen. Wir sind sehr froh, dass es in diesem Jahr wieder gelungen ist, Bernhausen ins Leben zu rufen. Der Bär steht auch hier vorne und guckt uns alle ganz freundlich an. Kinder dürfen erleben, wie funktioniert eine Stadt. Was sagen wir jetzt alle zusammen? Die Kinderstadt ist eröffnet. Ich muss hier noch kurz zwei Fragen beantworten von ihm und dann. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier zur 14. Kinderstadt Bernhausen. Wie man sieht, also unser Andrang hier im Hintergrund ist recht groß. Wir haben unheimlich viele Hortanmeldungen, aber auch ganz viele private Kinder, die es kaum erwarten können, dass die Kinderstadt endlich wieder richtig losgeht. Die ist ja auch ein Jahr schon ausgefallen und deswegen der Andrang ist umso größer. Wir haben ganz viele tolle neue Gewerke und ja, wir sind jetzt total gespannt und freuen uns, dass es jetzt losgeht. Also jedes Kind, was hier teilnimmt, muss nur tatsächlich 1 € Eintritt bezahlen. Wir wollten das richtig niederschwellig halten, damit sich auch jeder leisten kann. Es geht ab heute los für 8 Tage. Das heißt, von Donnerstag bis Donnerstag haben wir geöffnet. Man kann auch über das Wochenende gerne herkommen. Für private Kinder auch noch mal ganz wichtig, weil da sind natürlich dann auch keine Horte hier und man hat noch mal viel mehr Kapazität. Wir haben nämlich tatsächlich nur 300 Plätze am Tag. Also ist frühes Erscheinen immer ganz, ganz wichtig. Also die Kinder erwartet hier eine Vielzahl von richtig coolen Gewerken und Jobs. Man kann sich hier ausprobieren, man kann Leute kennenlernen, man kann ganz viel ausprobieren. Das ist hier, glaube ich, so das, was die Kinderstadt richtig lebt. Wir haben 48 Gewerke hier mit am Start. Da sind auch einige neue dabei. Also für alle alten Bären, Hausen, Hasen und Hasinnen haben die auch die Möglichkeit, hier nochmal Neues auszuprobieren. Und ja, da können wir natürlich nur zu einladen, das auch zu machen. So, ich zeige mal kurz, wir kommen halt hier an. Man sieht das, der Andrang ist riesig beim Einwohnermeldeamt. Und dann geht es hier weiter. Auf der ganzen Seite hier drüben sieht man die Arbeitsämter. Da haben wir quasi alle Gewerke einmal ausgeschildert. Und man kann sich anschauen, wo man vielleicht gerne arbeiten möchte. Dann haben wir das hier nach Buchstaben sortiert. Also man sieht, hier fängt es bei A an, hier bei G, da geht es bei M weiter. Und dann guckt man, wo gerade noch freie Arbeitsplätze sind. Das ist also wie im wahren Leben. Sucht sich dann seinen Job aus, bei dem jungen Mann hier zum Beispiel. Und dann bekommt man seine Gewerkekarte und dann geht es schon los. Danach gehen wir hier rüber, gehen jetzt zur Sparkasse. Und hier bekommen wir erstmal, oder die Kids, die 10 Tatzen Startgeld, damit wir überhaupt erstmal hier so ein bisschen in den Kreislauf reinfinden. Da sieht man ja, da ist auch schon ein bisschen was los. Ja, und wenn die dann ihr Startgeld haben, können die direkt erstmal maximal 1 Stunde an ihrem Gewerk der Wahl arbeiten gehen. Wir haben richtig, richtig viele, wie man hier sehen kann. Wir haben zum Beispiel eine Gärtnerei. Wir haben ein Glaubenshaus, ganz bewusst gewählt, damit es nicht nur eine Kirche ist, damit sich jeder abgeholt fühlt. Wir haben hier unser Kino, es gibt ein Kosmetikstudio, wir haben ein Nagelstudio, wir haben einen Friseur. Wir haben Kreativwerkstätten ohne Ende, wo man ganz viel Cooles machen kann. Wir haben Holz- und Metallwerkstätten, also wo man richtig bauen kann, mit Novelis zum Beispiel zusammen. Also wir haben richtig viel, was hier los ist. Also es sind 48 Stände, wie gesagt. Also jeder sollte was finden, was ihm gefällt. Ja, also jetzt sind wir bei unserem Upcycling-Gewerk angekommen.
auch noch eins von den relativ neuen Gewerken. Das wird heute gesponsert von TUM, wie man das gerade sehen kann. Und hier werden hauptsächlich handwerkliche Sachen gebaut. Zum Beispiel haben die hier ganz viel altes Holz, Palettenholz und sowas mitgebracht. Und wollen so als erstes Projekt unsere Chill-Out-Lounge da vorne ein bisschen verschönern und bauen jetzt hier heute Palettenmöbel für uns. Wir haben uns hier schon gut mit Kissen und sowas ausgestattet, sodass wir dann nachher eine richtig schöne Entspannungsoase schaffen können. Das ist hier grundsätzlich die Schneiderei, wie man sehen kann. Ja, hier wird natürlich ganz, ganz viel genäht. Mit einer richtigen Nähmaschine natürlich auch. Auch Sachen, die sich die Kids mitnehmen können. Aber natürlich auch, um den Geldfluss nachher anzuregen, geben wir auch viel ins Kaufhaus, was dann dort käuflich erworben werden kann. Und dann sind die hier auch tatsächlich ganz, ganz oft im Einsatz, um Ausbesserungen zu machen. Sobald hier mal irgendwie bei einem Helfer das T-Shirt kaputt geht oder irgendwelche anderen Feinheiten, dann gehen wir natürlich in die Schneiderei und lassen uns da helfen. So soll es sein. Alle Gewerke sollen ja grundsätzlich sich immer ergänzen und untereinander unterstützen. So, wir sind jetzt hier am Rathaus angekommen. Das ist natürlich hier der Dreh- und Angelpunkt in der Kinderstadt Bernhausen. Und ab morgen wird hier auch ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt für die ganze Woche. Heute sollen die Kinder sich erstmal so ein bisschen kennenlernen. Und dann müssen wir natürlich Wahlplakate vorbereiten. Und dann morgen geht es hier am Vormittag in die Vollen. Und die Wahl wird stattfinden. Genau, das wird dann oben auf der Bühne sein, die man hier sieht. Und damit halt auch alle Kinder, die vielleicht nur einen Tag hier sind, sich an diesen Wahlsachen beteiligen können, wird jeden Tag ein neuer Stadtrat gewählt und einige Minister. Ja, auch das startet dann zeitgleich morgen. Und dann gucken wir mal, dass sich hier möglichst viele in der Stadtverwaltung beteiligen und einen reibungslosen Ablauf ermöglichen und natürlich Stadtfeste planen und die Highlights, die hier die ganze Woche dann so sein sollen. Also grundsätzlich werden bei uns alle hier gleichermaßen bezahlt. Also jeder bekommt für seine Tätigkeit, egal in welchem Gewerk, 10 Tatzen die Stunde. Das war uns wichtig, dass es hier eine Gleichberechtigung gibt an dieser Stelle. Man hat aber natürlich die Möglichkeit, da seinen Stundenlohn auch so ein bisschen hochzuschrauben und muss dafür unsere Akademie besuchen und einen Bachelor machen in seinem Job. Dann würde es bedeuten, man bekommt 12 Tatzen die Stunde. Ja, und dann gibt es auch noch so ein paar andere kleine Vergütungen. Zum Beispiel haben wir einen Gesundheitspass. Wenn man hier sich überall beteiligt und man geht zum Check-up ins DRK zum Beispiel, ins Krankenhaus, oder geht auch mal zur Vitaminbar und holt sich mal ein bisschen Obst und Gemüse zwischendurch oder geht zum Sport, zum Fitnesspfad, bekommt man seine Karte abgestempelt und bekommt auch noch mal Bonustatzen. Hier im Hintergrund sieht man jetzt natürlich, jetzt bekommen unsere Sponsoren gerade eine Stadtführung, damit die auch mal sehen, was hier alles so Schönes gemacht wird. Die stehen jetzt hier vor einem ganz neuen Gewerk, was wir ins Leben gerufen haben, unsere Partnerbörse. In den letzten Jahren wurden nämlich ganz oft ein paar Tränen vergossen, weil Kinder vielleicht heiraten wollten und es aber leider gerade keinen richtigen Partner gab. Und so haben die Möglichkeit, sich hier schon mal zu registrieren und zu sagen, hier, ich möchte unbedingt heiraten und wer passt denn zu mir? Da wird hier ein kleiner Steckbrief hinterlegt und wir führen zusammen und so können vielleicht auch Freundschaften entstehen. Es muss nicht zwangsläufig geheiratet werden, aber wir möchten halt die Kinder ein bisschen zusammenbringen und vorstellen. Das Projekt Kinderstadt Bernhausen ist uns ja nicht neu, es gibt es schon seit vielen Jahren. Und es ist so ein ganz toll gewachsenes Projekt. Es fing ja klein an und wurde immer größer. Kinder lernen in der Kinderstadt Bernhausen Demokratie kennen. Sie müssen sich so organisieren, wie wir Erwachsenen das auch tun, überarbeiten, gegebenenfalls in dem Fall Elternbetreuung, falls sie die Eltern mitbringen. Aber dann mit dem Verdienst aus ihrer Arbeit dürfen sie sich dann Produkte innerhalb der Kinderstadt Bernhausen holen, wo andere Kinder arbeiten. Man kann zum Friseur gehen, ich glaube zum Nageldesigner. Man kann Schmuckstücke sich erwerben und man kann vor allen Dingen eine ganze Reihe von Berufen ausprobieren und muss dafür vorher zum Arbeitsamt. Das Einwohner-Elternamt ist ganz wichtig. Naja, und das Rathaus. Das Rathaus organisiert eine ganze Menge. Und insofern lernt man in der Woche das Leben, was Erwachsene führen, kennen. Und organisiert sich auch einen eigenen Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Das wird dann morgen geschehen. Also heute hat ja die Kinderstadt Bernhausen ihre Pforten geöffnet. Bis zum 20. Juni hat sie offen. Jeden Tag kann man hierher kommen und ganz tolle Dinge erleben. Kommt her, habt Spaß. Hier sind ganz viele Helfer und warten auf euch. Und ihr könnt tolle Erlebnisse machen und auf jeden Fall etwas für euer Leben lernen.